Und, ui. Nee, das ist mir zu direkt. Einen wunderschönen guten Morgen, Walter, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pronoplicate zockt mit einem Spiel, das ich jetzt glaube ich fast 2 Jahre habe und seit fast 2 Jahren zeigen will, nämlich Lego City Undercover auf der Wii U. Denn das ist ein Lego-Spiel, das mir tatsächlich länger Spaß gemacht hat oder länger Spaß macht als viele andere Lego City Undercover-Spiele. Ich gehe mal eben aufs Spiel laden. Man sieht, ja, 10.11.2013 das letzte Mal gespielt, also fast vor einem Jahr. 5,5%. Und speichern und laden wir mal. Laden bestätigen. Ja. Das Spiel hat zugegebenermaßen Ladezeiten des Todes. Ja, später. Schön. Aber es ist ein Lego-Spiel mit offener Welt, halt so ein GTA-Verarsche, nenne ich es mal. Und hat mir deswegen mehr Spaß gemacht. Es macht zwar auch dieses Sachen kaputt hauen, Sachen zusammenbauen, ja, Klötzchen sammeln, also ein Scheiß. Das ist alles, wie man es in jedem Lego-Spiel kennt. Nur, dass es hier halt eine offene Welt ist. Um hier euch das mal zu zeigen. Der Ladebalken ist auf dem Gamepad. Es wird übrigens auch zwischendurch kommen Funksprüche rein, die denn leider, oder Gott sei Dank, wie auch für euch in diesem Falle leider auf dem Gamepad zu sehen sind oder auch zu hören sind. Also ich werde die Funksprüche jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber vielleicht sieht man da den Unterschied, ich weiß das gar nicht mehr. Also die Funksprüche, die man so kriegt und wo macht dies, macht jenes, die kriegt man auf dem Gamepad zu sehen. Ist natürlich ganz cool eingebunden, ist glaube ich auch das einzige wirklich exklusive Lego-Spiel für die Wii U und war damals, ich habe ja das Lego City Undercover Bundle gekauft. Das ist damals eine Zeit lang auch gespielt, also 5,5%, ja. Ne? Aber das ist fast 2 Jahre her. Jetzt, wo ich hier alles mal umgebaut habe und er lädt hier verdammt lange. Oh, Spiel startet. So, ich habe hier schon. Wo Bucky Butler hinter Gittern ist, begebe ich mich besser zu Chans Limousinenladen und nehme seinen Platz ein. Ich renne hier schon mit einem alternativen Kostüm rum. Das kann ich denn hier aber nicht machen. Achso, ich habe jetzt gerade hier, soll ich irgendeinen Code eingeben auf dem Tablet. Ich muss zugeben, dass ich jetzt natürlich keine Ahnung mehr habe, was ich hier so machen muss. Aber man kann hier halt durch die Gegend rennen. Viele Sachen sind natürlich von Anfang an noch nicht freigeschaltet. Wir machen das halt mal so ein bisschen so, ja, um keine Story zu spoilern, einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren und Unfug machen. Wir können natürlich mit dem rechten Stick die Kamera steuern und wir können hier auch in jedes Auto rein. Die Autos steuern sich wie ein Stück Toastbrot, aber das ist ja unerheblich. Ich finde das, wow, ich meine, das sind wahrscheinlich viele Spiele inzwischen von Lego, die sind extrem, es ist extrem schick, wie ich finde. Also gerade so für einen Wii U Titel, die ja nur nicht so immens viel hergibt, finde ich das schon extrem geil. Ich versuche gerade mal rauszufinden, also damit hupe ich. Ich steige mal aus dem Auto aus, damit ich mal rausfinden kann. Okay. Was ist das? Das war irgendeine Pistole, okay. Na, ich wollte nicht ins Auto. Ich wollte eigentlich wissen. Was für ein Digitalkreuz kann ich auch steuern? Ah, ich kann hier mit den Schultertasten instant zwischen den Leuten rumherwechseln. Ich habe hier irgendeinen Verbrecher. Chase McCain als Bergarbeiter. Und als Zivilist. Mehr habe ich noch nicht offen. Also nehmen wir mal, offensichtlich gehört das gerade zur Story, dass ich hier als Verbrecher durch die Gegend laufe. Aber wir fahren ein bisschen durch die Gegend und gucken uns selbige an und versuchen dabei mal niemanden über den Haufen zu fahren. Oh, 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 oh. Du hast einen Superbauer, guck mal. Da können wir doch bestimmt wieder irgendwas, kann man wieder irgendwas bauen. Eine Rufsäule. Ich glaube, damit kann ich Autos rufen. Super, brauche ich den. Und damit habe ich irgendein Auto freigeschaltet und kriege natürlich auch ganz viele Münzchen. Und habe goldene Steine freigeschaltet. Es gibt hier auch einen. Mal gucken. Genau, mit dem kann er sich prügeln. Die einzelnen Charaktere, die man hier so
freischalten kann. Natürlich unterschiedliche Fertigkeiten. Hier haben wir jetzt auf dem Tablet, ich habe das dann mit dem Greenscreen, die Autoauswahlmöglichkeit. Und ich habe Kompaktklasse, Wuchtig, Leistung, Räder, Notfall. Ich gucke jetzt mal unter Wuchtig. Nee, da habe ich... Ich habe nirgendwo wirklich was freigeschaltet. Ich habe nur bei Notfall. Aber er hat mir doch eben eingeblendet, ich hätte irgendwas freigeschaltet. Ich habe ein Notfallauto. Ja gut. Fürchterlich viel freigeschaltet habe ich dann wohl noch nicht. Wo ist mein Auto jetzt hin? Hilfe, Hilfe, die haben mein Auto geklaut. So, hier kann ich jetzt komischerweise auch hauen. Ich wollte übrigens, wie gesagt, ich finde jetzt auch wieder, wo ich das spiele, und ich spiele es auf einem HD-Ready-Fernseher, nicht mal Full HD, also. Diese Fähigkeit ist gesperrt, setzt den Story-Modus fort, um neue Verkleidungen fertig. Okay, ihr seht, dass man manche Dinge auch erst im Laufe des Spiels machen kann, wenn man bestimmte Dinge freigeschaltet hat. Konnte da nicht auch irgendwie... Bäckerarbeiter, Räuber, Polizist. Ach so, verdeckter Polizist. Okay. Normalerweise kann man da... Genau. Ich bin der Meinung, dass er auch irgendwie klettern konnte. Man konnte dann auf höher gelegene Sachen erreichen und so weiter und so fort. Aber jetzt brauchen wir irgendwie erstmal ein Auto, weil ich wollte mir eigentlich die Brücke da angucken und ich will hier nicht jetzt ein Auto klauen, sondern... Ich hoffe hier in GTA-Manier, cool, Stammler. In GTA-Manier, dass hier irgendwo ein Auto rumsteht. So, ja, damit wechselte ich ja. Kann er eigentlich auch sprinten? Ach, hier haben wir das Auswahlmenü. Ihr seht, ich habe 4 von 8 vermutlich freigeschaltet. Und hier kann man ganz offensichtlich über die Brücke rüber. Eine Limousine, okay. Guck mal, hier müssen wir zum Beispiel... brauchen wir wahrscheinlich den Arbeiter, weil man nicht alles mit jedem kaputt machen kann. Und ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich besser als ich, dass man bei Lego-Spielen Steinchen sammeln muss und so weiter und so fort, um... Wir klauen jetzt mal ein Auto. Klauen wir ein Auto? Dürfen wir ein Auto klauen? Keine Ahnung, ob das jetzt die intelligenteste Wahl war. Oh! Das wäre eher so ein Auto für mich gewesen. Aber wir gucken jetzt mal über die Brücke, um mal so ein bisschen die Welt zu erkunden. Weil ich glaube, das ist vielleicht sogar mal interessant für Finchy. Ich weiß nicht, weil ich glaube, selbst Finchy hat dieses Spiel nicht, obwohl es ja quasi ein Wii U-Exklusivtitel ist. Und wie ich finde, einer der guten. Klar, ich habe nicht alle gespielt. Ich höre gerade auf. Hier unten kann man runter. Sieht, ob man hier Bahn fahren kann. Ich habe gesagt, ich habe früher, ich habe das sicherlich eine ganze Weile gespielt, aber ich glaube, hier fährt keine Bahn. Die Kamera dreht sich sehr träge. Wir versuchen mal zurückzulaufen, bevor sie mir das Auto wieder klauen. Halt, halt. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Genau. Polizeiangelegenheit. Ich musste leider das Auto klauen. Zufällig ein Sportwagen, den ich klauen muss, aber... Ich müsste jetzt ehrlich gesagt auch... Oh, das sind Boosts. Yo, das Ding hat Nitro. Geil. Das wusste ich gar nicht. Und Nitro, der sich wieder auflädt. Siehst du? Dann entdeckt man Dinge, die man selber gar nicht so genau weiß. Hier, die Steinchen kann man natürlich auch einsammeln, wenn man... hier rumeiert. Uiuiui. Wie gesagt, guckt, weg, weg. Wir können auch während der Fahrt, Steinchen klauen. Ich glaube, hier hätte ich auch schon mal irgendwas freigeschaltet. Hier war ich schon mal, bin ich mir ziemlich sicher, genau. Hier habe ich nämlich auch so eine Rufstation gekauft, freigeschaltet. Hier kann man so ein bisschen die Wildnis. Hier habe ich schon mal einige Missionen gemacht, das weiß ich. Und ich bin gerade, oh, kann man unten durch. Ich bin gerade sehr überrascht, wieder überrascht von der Grafik. Hier ist übrigens ein gelber Leitfaden. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin der führt. Mit dem fahren wir mal nach. Will irgendwas zu bedeuten haben.
Es ist ja auch sicherlich... Oh, hier gibt es wieder freizuschalten. Gucken, wie viele Steine ich habe. Ah. Achso, jetzt zieht er von dem... von den Steinen da ab, okay. Das heißt, den können wir jetzt gerade nicht bauen. Ich glaube, es gibt hier sogar Wasserfahrzeuge. Dann lassen wir es mal irgendwo aus dem Gebirge raus und wir suchen uns mal ein... Oh, Entschuldigung. Irgendwie müssen wir uns mal ein Strandfahrzeug oder so suchen. Da ist ein Bootsanleger, aber ich glaube, ein Boot haben wir dann nicht. Ich bin mir sicher, dass es da auch Boote gibt. Das ist wie gesagt. Ach, komm schon. Oh, ein Trecker. Diese fast alles, was hier kaputt macht, gibt natürlich Steinchen. Was ist das? Da oben ist irgendwas Besonderes, genauso wie hier irgendwas Besonderes ist. Für den ich irgendwas wechseln muss. Es gibt hier auch so ein... mit einem Tablet ein Scanner. Um euch das mal zu zeigen. Die wahrscheinlich ganz schlecht seht, aber... was das jetzt gerade exakt macht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wir gucken jetzt mal hier, sind wir ja im Wasser, ob da irgendwas... Oh, ich habe einfach viel gewechselt. Ach guck mal, der kann klettern. Ich wusste, dass hier was, Leute was Besonderes können. Da oben ist ein Boot. Hui. Ich will das überleben. Jawohl. Wo bin ich denn jetzt? Bin jetzt irgendwo was... Ah, da. Aber ich kann irgendwie nicht schneller schwimmen. Das war jetzt vielleicht nicht die intelligenteste Lösung. Ja, das ist jetzt nicht so die schlauste Idee, die hat sich auch fest. Und hier den Wassernahrung zu gucken, auf dem Boot hin. Das ist ja sowas wie jetzt zum Beispiel, das sind Dinge, die ich tatsächlich in Open World Spielen viel mache. Jeder Open World Spiel. Einfach erkunden. Gucken, was gibt's hier so. Und dann können wir vielleicht wieder zurückgehen und sehen. Wow, Sliding. Das ist leider. Gucken wir bestimmt hoch. Touch. Also ich finde, wie gesagt, grafisch, inzwischen ist der Titel ja schon wieder 2 Jahre alt, also... das wollen wir dem mal zurechnen. Anrechnen. Ich kann sogar auf der. Oh, das sind. Okay, diese Fähigkeit ist gesperrt. Jetzt ist das natürlich ein. Unpraktischerweise ein. Ein. Ich würde gerne sprinten, aber ich kann nicht. Das ist ein... Wie heißt das? Zug... Eine Zugbrücke? Nein, eine Zugbrücke ist was anderes. Eine Brücke für einen Zug. Was ja quasi eine Zugbrücke wäre, aber egal. Teleporten kann man meines Erachtens nicht. Vielleicht kann ich ja hier... Hopp. Okay. Der Zug zeigt sich sicherlich sichtlich unbeeindruckt von mir. Hätte ja sein können, dass ich den Zug auch anhalten kann. Und ich denke mal, mit Zügen kann man logischerweise auch fahren. Ich weiß übrigens gar nicht, jetzt aktuell, vorbereitet wie ich bin, ich wollte das Spiel einfach mal zeigen, aber vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich nicht nachgeguckt, wie die Stadt übrigens gerade heißt. Natürlich alles ein bisschen unscharf, man sieht hier jetzt auch ein bisschen die Sachen im Hintergrund aufpoppen, aber ich bitte euch, es ist die Wii U. Wir wissen... dass sie grafisch, dass sie leistungstechnisch nicht in der PS4 und dem Zeugs mithalten kann. Was uns aber ja nicht weiter stören sollte. So, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir hier... Das Ding hat kein Nitro, das ist doch kacke. Nee,
Kein Nitro. Sorry. Aber ich finde halt einfach die Stadt großartig. Ich kann natürlich auch mal... Oh, jetzt habe ich gerade auf die Karte geguckt. Tut mir leid. Ich bin doch gleich jemand über den Haufen gefahren. Kann mal ein bisschen hupen. Es ist halt irgendwas, was die anderen Spiele, die anderen Lego-Spiele meiner Meinung nach nicht bieten. So eine riesige Welt. Und ich meine, grafisch klar sind die anderen auch schon so schön. Hallo. Ich gucke hier übrigens, schiele hier gerade übrigens immer wieder. Oh. Hier die unterschiedlichen Charaktere wollen wir auch mal bewerken, ne? Aber hier haben wir einen Bootsanleger, so müsste hier doch eigentlich irgendwo. Hier haben wir zum Beispiel. Wieder ein paar Steinchen zu sammeln. Manche Dinge kann man halt, habe ich glaube ich schon erwähnt, ne? Nur mit bestimmten Charakteren. Weil der hier eine Spitzhacke hat und so. Geht das nur mit dem? Und manche andere können nur was anderes und ich frage mich gerade, ob wir hier irgendwie an ein Boot kommen. Macht die bereit? Ach scheiße. Okay, angeln kann man auch. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Okay, also man kann angeln, aber frag mich bitte nicht wie. Guck mal, da hinten ist doch sogar, sieht man von hier, im Hintergrund eine Sprungschanze. Im Wasser, was ja wohl ganz offensichtlich drauf. Okay. Halt, ich will so ein Ding. Ich will so ein Ding. Gib mir. Wie heißen die Teile? Da ist einer. Polizeiangelegenheit. Gib mir das. Uah. Ihr seht, es gibt die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Boah, die steuern sich aber auch alle wie ein Stück Brot. Ein Stück Brot auf Glatteis, wollte ich sagen. Und, nee, das ist mir zu direkt. Achso, der schießt. Wir wollen hier nicht schießen. Laufen wir wieder mit McCain rum. Die Namen sind natürlich auch irgendwie, ne? Chase, McCain, das ist alles völlig überzogen, wenn die sich unterhalten und so weiter und so fort. Und ich will verdammt nochmal irgendein Wasserfahrzeug haben. Gib mir ein Wasserfahrzeug. Hier, guckt euch das an, guckt euch das an. Ist das schick oder was? Für ein Lego-Spiel? Ist halt alles ein bisschen Sightseeing hier. Wo ist mein Auto? An allen möglichen Ecken kann man irgendwas machen. Ich würde gerne sprinten. Was man offensichtlich nicht kann. Dafür kann man aber alle Leute hier anpfeifen und anpfeifen. Also, ne? Auspfeifen, hätte ich beinahe gesagt, und zum Anhalten bewegen. Hier, die Städte ist belebter als in manch anderen Open-World-Spielen, wie ich finde. Und da hinten gibt es Tunnels. Kann ich eigentlich auch mit dem Taxi fahren? Ohne es zu kapern. Fährt mich einfach über den Haufen. Polizeiangelegenheit. Ja gut, beim Polizeiauto brauchen wir wohl nicht sagen, darauf hinweisen, dass es eine Polizeiangelegenheit ist. Auch das hat Nitro. Ich fand das damals geil, das weiß ich. Warum ich es dann irgendwann beiseite gelegt habe, wenn ich das jetzt so sehe, weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich mich da wieder reinfuchsen. Das ist doch ziemlich geil. Guck mal, hier sieht doch schon mal sehr, sehr strandig aus. Willst du hier wohl mal irgendwo... Oh, okay, die Sirene wollte ich nicht anmachen. Oh, deine Achterbahn. Holla, die Waldfee. Da müssen wir hin. Ja, mach die Sirene wieder aus. Ich hab die... Vorhin, ich jault noch mit der Sirene, aber ich hab die schon gar nicht mehr. Das Riesenrad gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich möchte es hier eigentlich gar nicht zu lang und sinnlos gestalten. Verkleidung mit Brechstange.
Okay. Was ist da? Toll. Ich kann das nur in der Verkleidung aufbrechen, aber... Hab ich meinen Bruder gedacht? So, was war der Schöne? Cool. Wollte ich Dynamit. Das braucht man in jeder Achterbahn. Insofern nehmen wir das mal mit. Ich will jetzt in die Achterbahn. Hoffentlich geht das. Gib mir, gib mir, gib mir. So. Und nun? Das ist irgend so ein spezielles Lego Teil. Was kann ich hier? Das macht er gerade voll automatisch, so ein bisschen durch die Gegend gucken. Ja. Beruhige dich. Kannst wieder aufhören. Ich möchte jetzt... Kamera, Kamera. Ich möchte jetzt das Ding fahren. Was kann ich hier schon nicht machen? Okay, da frisst er Lego-Teile und lässt dann welche fallen. Die Frage ist... Das hätte nicht essen sollen. Was ist das? Yay! Geil, so. Ah, ich sehe gerade. Ja, hör auf zu hupen und komm mal wieder raus. Los. Da. Das ist eine Steuerung von... Schade. Da müsste ich wahrscheinlich irgendein Techniker sein. Aber das ist ja eh die Schiffshaukel. Die Schiffshaukel will ich ja gar nicht. Ich will in die Achterbahn. Aber wo fängt die Achterbahn an? Wer das Spiel kennt, kann mir das jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Oh, eine Hüpfburg. Eine Hüpfburg. Ist mir egal, wie alt ich bin. Ist mir egal, wie alt ich bin. Halt meine Schuhe. Wie er auch grinst dabei, ne? Zu geil. So, wahrscheinlich beginnt die Achterbahn irgendwo hier. Da, da, da. Hier, hier, hier. Da, 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 hier, hier, hier. Da, da, da. Finde mehr Steine. Ja, ich weiß gar nicht, was der Superbau kostet. Ach, schade, ich muss das jetzt freischalten. Das hätte ich jetzt zu gerne gemacht. Ich meine, ich kann die Achterbahn auch lange laufen, aber... ein bisschen sinnfrei. Was ich mich frage, ist jetzt, ob es hier irgendwie... Ich sehe hier gerade Surfboards. Vielleicht kann ich ja wenigstens surfen. Das wäre doch mal was. Nee, das ist eine Luftmatratze. Ich will jetzt ein Wasserfahrzeug. Ja, aber wie dem auch sei, was haben wir denn hier? Sonnenbänke? Wie gesagt, ihr könnt die allerhand an Fahrzeugen kapern, fahren. Was ist denn hier schön? Ist das ein Strandbuggy? Sieht verdächtig nach einem Strandbuggy aus. Zack. Fährt sehr ruckelig und langsam. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Hier, unterschiedliche Gebiete, Settings. Man kann hier eine riesige Entdeckungsreise begehen, wie ich finde. So ein... Da ist ein Flugzeug! Da ist ein Flugzeug! Oh, warte, wenn man da fahren kann. Die Frage ist, überlebt man Autos da einfach abzustürzen? Scheiß drauf. Wuhu! Gib ihm! Oh, 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 wow. Oh. Alles in Ordnung, nichts passiert. Ich will da durch. Lass mich auf den Flughafen. Wir suchen uns erstmal ein anderes Fahrzeug hier statt. Offensichtlich verschwinden die Fahrzeuge hier auch einfach mit der Zeit. Das da hinten sieht doch sportlich aus. Und da können wir auch auf das Gelände fahren. Sehr schön. Wenn ich dann gleich, Ui. Weil ich darf das ja schließlich alles, weil, ich bin Polizist. Yay. Yeah. Aber wenn ich jetzt gleich hier fliegen darf, dann drehe ich am Rad. Ohne Scheiß. Lass mich fliegen. Ich bin ja, irgendwie bin ich größer als das Flugzeug. Könnte wetten.
Hier ist eben Superstein. Ja, stoß dir den Kopf. Du. Voll raus. Hüpf da rauf. Ich habe vorhin schon Crash Bandicoot gespielt und da hatte ich schon Probleme mit der Dreidimensionalität. Ding. 7000 irgendwas. Was steht denn da hinten? Oh, hier ist auch noch einer. Wie ihr seht, es gibt hier immer überall irgendwas zu entdecken. Er speichert auch gleich. Aber mir scheint, als wenn ich, glaube ich, das Ding fahre. Kann ich für ein paar Steinchen kaputt kloppen. Hufsäule, 8000, ja. 8 von 65 errichtet. Freigeschaltet. Protector. Der Witz ist, er sagt mir freigeschaltet Protector, ich kann ihn aber nicht auswählen. Und wenn ich hier jetzt drauf gehe, schaue ich auf das Viewpad, habe ich ein von 17 Notfall, keine Räder, keine Leistung, keine Wuchtigkeit, kompakt und nix. Verstehe ich nicht. Abgesehen davon will ich in so ein verkacktes Flugzeug. Lass mich in ein Flugzeug. Okay, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass man hier fliegen könnte, à la GTA. Dass man vielleicht sogar wirklich irgendwann... Oh, ist denn da dran? Dass man wahrscheinlich sogar irgendwann kann. Aber jetzt, aktuell natürlich aus Vorführeffektsgründen, geht das selbstverständlich nicht. Wir haben auch immer noch kein Wasserfahrzeug gefunden. Ich erinnere mich auch gar nicht genau, ob ich schon mal Wasserfahrzeug gefahren bin. Was schleichen die denn hier so durch die Gegend? Gut, da. Guck mal, da ist doch ein Bootsanleger. Da machen wir uns jetzt nochmal hin. Ansonsten würde ich gerne mehr hier drüber berichten. Ich meine, ich laber ja eh unentwegt. Aber habe nichts wirklich zu erzählen, wie ihr merkt. Also nichts Gescheites. Haha, wie so immer. Hui. So. Hallo, Herr Wachtmeister. Hier haben wir... auch nichts außer Klötzchen und Wasser. Kann doch nicht so schwierig sein, hier ein Wasserfahrzeug zu finden. Die Angel haben wir schon gefunden, deren Bedienung mir schleierhaft war. Was sind wir denn hier? Ist das ein Museum? Man weiß es nicht so genau. Einfach mal ein paar Passanten umkrempeln, das ist gut. Oh, hier muss ich schon mal gewesen sein, offensichtlich irgendwann. Ach ja, hier ist dann... Hier könnte ich ein Fahrzeug rufen. Aber warum Fahrzeuge rufen, wenn die hier rumstehen und darauf warten, gekapert zu werden? Und ich nehme jetzt mal... das Gelbling hier. Den Gelbling. Flair, okay. Mysteriöse Namen. Ich bin übrigens der Meinung, dass... ach genau, ich glaube, der gelbe... boah, das lenkt sich aber auch wie ein Stück Seife. Seife auf Eis. Ich glaube, die gelbe Linie führt mich zu meiner Quest. Boah, tut mir leid. Aber es steuert sich wie... das ist ein Notfall. Genau, gib ihr das Moped. Hey. Das steuert sich noch beschissener, aber egal. Ich fahre jetzt mal den gelben Linien nach, weil ich glaube, ich sehe das gerade auf der Karte, dass das unter Umständen... wo sind wir denn hier? Okay. Kann ich auch noch nicht. Oh, gut, auf Fahrzeug können wir die Klasse, können wir die Figur gerade nicht wechseln. Ich bin auch gerade überhaupt nicht im Bilde, was ist hier... ich glaube, ich fange das einfach irgendwann auf. Ich meine, ich habe 5,5%, das ist... ist lächerlich, da kann ich eigentlich das Spiel nochmal neu anfangen irgendwann. Was ich wahrscheinlich auch tun werde. Aber ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare hauen, ob ihr euch das damals für die Wii U gekauft habt, weil gefühlt so in den Kreisen,
in denen ich so verkehre, so mit Finchi, Lee, Seppi, ja, Seppi hat ja keine Wii U, aber der Animatiker, der, aua, on try, Animatiker, lass es hier den Rainer Schauder sein und so weiter und so fort, das sieht aus wie eine Mission. Da gucken wir doch nochmal rein. Du bist der Neue? Ja, Sir. Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen. Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Hm. Okay. Oh, mit einer Limousine auf Zeit. Da muss ich lang. Da muss ich lang. Und das, guck mal, jetzt dachte ich mir auch, wow, den grünen Stats. Was auch immer Stats sind. Aber den soll ich folgen, geh weg. Um mein Questziel so zu vollziehen. Und das zeigt, dass ich ein exzellenter Fahrer bin, das habt ihr schon gesehen. Da hat der Kackenkreis gelogen. Ich glaube, die grünen Dinger sind auch rein nur zur Orientierung. Das merke ich jetzt erst. Weil da nämlich nichts weiter passiert. Einfach mal verkuben, Polizisten oder nicht, und ist mir egal. So, hätte ich halt auf die Idee auch gleich kommen können. So sieht man natürlich auch was von der Gegend. Allerdings wusste ich halt nicht, welche Missionen ich hier noch offen habe und welche nicht. Weg würde ich starten. Achso. Das Ding fährt sich relativ gut. Ich meine, die Lenkung ist fürchterlich dreckig. Also hätte ein Spiel wie GTA oder Watch Dogs vorne Steuerung, würden alle rumnörgeln. Aber kann ich überhaupt innerhalb der Zeit dahin kommen? Ich bezweifle es langsam. Versuche mein Ziel zu erreichen. Und den einzigen, geh weg, den einzigen Kunden. Den einzigen Kunden abzuholen. Oh. Weg! Blödes Moped. Oder. Ups. Ja, wir machen das wie bei GTA. Da scheiß man. Scheißen wir einfach auf den Gegenverkehr, auf die Mitfahrer, auf alles. Oh, Ladezeit, ist wieder. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort! Ja, das sind ja die Lego-Dialoge. So, jetzt muss ich wieder auf Zeit irgendwo hin. Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet. Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo Sie alten Trödel kaufen. Ah, oh, ein wahrer Kenner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie.
das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja, genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Ja, das ist auch dieses typische Open-World-Phänomen. Jetzt ist es ja zum Beispiel mit, wenigstens in Deutsch, aber es gibt ja so GTA-mäßig, wo die Sprachausgabe dann in Englisch ist, wo man während des Fahrens noch auf die Konversation achten soll. Meine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Sir! Ja. Jetzt habe ich eine Mission abgeschlossen. Und weiß spontan halt nicht. Du bist ein wirklich hervorragender Fahrer. Und dein Mangel an Respekt gegenüber der Straßenverkehrsordnung rundet das Bild deines Gangsters ab. Danke. Ich hasse die Verkehrsordnung. Ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Sorte Typ bist, die wir suchen. Schon mal was geklaut? Ein paar Stifte? 1000 Stifte. Von einem Kind. Das humpelte. Hervorragend. Das verdient eine Beförderung. Begib dich in die Gasse links vom Schrottplatz in Pagoda. Mein Chef wird dort auf dich warten und dir die weiteren Details erklären. Dann mal auf zu Mr. Chan. Jetzt habt ihr den auch mal gesehen, dass halt die Konversationen auf dem Gamepad stattfinden. Ja, und jetzt sind wir gerade halt undercover und ich glaube, das eigentliche Ziel ist wieder, dass irgendjemand unsere Ex-Freundin oder so geklaut hat, glaube ich. Das habe ich geklaut, entführt hat. Das habe ich ja, glaube ich, noch nie wirklich erwähnt. Ach, guck mal hier, wie niedlich. Ein Lego-Laden in einem Lego-Spiel, in dem wir nicht reinkommen. Wie uncool. Ah, jetzt gibt's denn hier schön. Aber das ist ja schon fast ironisch. Hier übrigens, hier kann man irgendwie... Irgendwie konnte man da auch noch irgendwas machen und so. Ja, wie dem auch sei, das ist Lego City Undercover, war ja auch lang genug und dafür, dass ich nichts gemacht habe und so. Dürfte ja wahrscheinlich, ich würde gerade sagen, nicht mehr viel kosten, ist aber ein Nintendo-Titel, insofern wird es wahrscheinlich immer noch viel kosten. Aber wenn ihr mal rankommt oder günstig rankommt, dann kauft es euch. Ansonsten in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zusehen und so weiter und so fort. Und sehe ja gerade eine Sprungschanze und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.